Willkommen bei Herrscher von Atlantis Poseidon. Könnte man fast meinen bei dem ganzen Wasser hier. Im Regen. Ja. Haben wir die Schutzgeldaufgabe schon gekriegt? Ich schätze mal schon. Schutzgeld. Ja. Solltest du nicht eigentlich jagen gehen? Oh Mann. Jetzt fängst du auch noch an. Alles geht hier in den Bach runter und ich soll den Stein verrenken? Nee. Lass mal. Ich trinke mir den ein. Aber dass sich die kompetenteren Banditen zusammentun und sagen, ey, die anderen sind eigentlich nur Schmarotzer oder Nervensägen und machen gar nichts Nützliches, so wir gründen unsere eigene Gemeinschaft oder wir verscheuchen die. Verscherbeln wollte ich schon sagen. Das jetzt nicht. Ich glaube kaum, dass sie die auf dem Markt verkaufen wollen. Okay, Du kriegst von mir noch ein Bier, wenn du wieder jagen gehst. Nee. Muss ich mich ja bewegen? Mach du, Conny. Du wirst jetzt jagen gehen, sonst kannst du was erleben. Pass mal auf. Ich mach dir einen Vorschlag. Lass hören. Du gehst rüber und erledigst die gruseligen Ratten da im Süden. Dann kommst du wieder hier. Und ich gebe dir 30 Goldmünzen. Boah. Was meinst du? Hört sich nach einer satten Belohnung an. 10 Goldmünzen für einen Gegner. Das macht dann 3. 3 mal 10. Ja, die sind schon die erledigt. Die gruseligen Ratten im Süden sind alle erledigt. Na Mann, das ging aber schnell. Bist als Jäger sogar sehr nicht so schlecht, Alter. Ja, hast du 30 Goldmünzen? Moment mal, das sind nur 25. ja. Hey, dann nehmen 25. Mehr ich sowieso nicht. Das Haus kriegt immer seinen Anteil, was? Rück das Schutzgeld raus, der Monat ist rum. Ja, hier. Muss ja nicht gleich handgreiflich werden. Ist ja schon gut, Mann. Alles klar, dann kassieren wir mal den eingeschüchterten Enrico ab. Ich kassiere jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld ab. Nimm mein Gold, nimm alles, aber lass mich bloß in Ruhe. Nimm mir bloß nicht meine Würde, Mann. Das würde ich nicht verkraften. Wie sieht's aus mit deinem Schutzgeld an die Kämpfer? Tja, wenn du jetzt der neue Eintreiber bist, werde ich's dir wohl bezahlen müssen, oder? Hier. Du zahlst mir jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld. Hat man dich jetzt auch schon rumgekriegt, goldgieriger Arsch. Hier hast du's. Das mache ich doch nur, um den Obermacker zu überführen. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Ich habe mich mal ein bisschen um deine beiden Jäger gekümmert. Ah, gut. Und jagen Duck und Louis ordentlich? Ja, ich fürchte, du solltest dich mal nach neuen Leuten umsehen. Viel Glück. Ja, ich verstehe schon. Trotzdem danke für die Nachricht. Hier, nimm. Tja, dann bleibt jetzt nur noch eine Sache. Ich muss selbst wieder jagen gehen können. Ja, ich frag mich, warum diese Leute da nicht zur Inquisition gehen, statt hier weiter im Sumpf zu vergammeln. Ich meine, selbst bei der Inquisition hat man Chancen, ein bisschen freier zu sein, vor allen Dingen, wenn man in der Stadt ist oder unterwegs in den Lagern. Vor allen Dingen er, der als Jäger wird sich ja gut auskennen. Wie sieht's aus mit deinem Schutzgeld? Was ist denn los? Jetzt hat man dich schon zum Goldeintreiben eingespannt? Jungchen. Damit wirst du dir hier im Lager keine Freunde machen. Das ist doch nicht dein Ernst. Ach, Mann. Ich hab dich zwar schon beleidigt, aber irgendwie kann ich dich auch gut leiden. Na gut. Ich denk nochmal drüber nach. Allerdings, das solltest du, Jungchen. Ach, Moment mal. Wie sieht's aus mit deinem Schutz? Geht ja gar nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Nicht quatschen. Bezahlen. Der Gürger soll dir in den Arsch beißen. Hier hast du das Gold. Ich werde ihn später noch in den Arsch beißen mit einem frostigen Ball. Mit einem frostigen Atem. Und jetzt zocken wir erstmal Hawkins ab, weil der meckert eh nur die ganze Zeit. Gib mir dein Schutzgeld für diesen Monat. Ihr bleibt doch nicht zerspart. Nein, mein holst du nicht lange rum. Ich will dein Schutzgeld für diesen Monat abkassieren. Ja, so siehst du auch aus. Hier hast du das Gold. Ja, so siehst du auch aus. Wie ein Dahergelaufener. Wo wurdest du denn angespült, hä?
Du siehst aus, als hätte dich ein Rottwurm wieder ausgespuckt. Gib mir dein Schutzgeld. Wenn's unbedingt sein muss, ich will ja keinen Ärger haben, nicht wahr? Vernünftige Einstellung. Ach, der Sumpfbauer, den möchte ich ungern abziehen, aber Job ist halt Job. Das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, bevor man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Wie sieht's denn aus mit dem Schutzgeld? Was denn? Sag bloß nicht, du bist tatsächlich Brogars Handlanger. Sieht ganz so aus. Tja, naja, du wirst sicher deine Gründe haben. Gibst du mir jetzt das Schutzgeld für die Kämpfer? Hier. Hoffentlich habe ich damit erstmal meine Ruhe. Na klar. Ja, ich meine, da hätte ich mich auch gefreut, wenn man nochmal so einen Dialog sagen könnte wie: Pass auf, Robert, ich kann dich gut leiden, so, ich übernehme das Geld für dich. Dafür schuldest du mir einen Gefallen. Er schuldet mir eh schon einen Gefallen. Er hat mich ja nur einmal entschädigt für meine Dienste. Aber es wäre halt auch was, dann könnte man die zwei summieren, die zwei Gefallen, die er einen schuldet, zu einem großen sozusagen. Habe ich hier noch jemanden vergessen? Es gibt niemanden mehr, bei dem ich noch abkassieren kann. Sehr gut. Dann mal her mit dem Gold. Naja, wir holen es. Hier hast du es. Großartig. Hier ist dein Anteil, Kollege. Und nicht vergessen, schön die Fresse halten, klar? Ja, schon gut. Ich denke, es wird Zeit für den Kampf. Kämpf mit mir in der Arena. Vergiss es, Kleiner. Du bist die Mühe nicht wert. Nette Ausrede. Ja. Du bist der letzte Kämpfer, den ich noch nicht besiegt habe. Steig mit mir in die Arena. Ist das so? Du hast es weit gebracht, Kleiner. Die Jungs hier respektieren dich. Dann zeig jetzt mal, was du wirklich drauf hast. Beweg deinen Arsch. Tja. Jetzt gibt's was mit der Grube. Tja. Jetzt gibt's was mit der groben Pfeile. Pfeile. Junge. Kannst du deine eigene Sprache nicht mal sprechen, oder was? Jetzt gibt's was mit dem groben Sandpapier. Oh. Oh, das war richtig knapp. Ich dachte für einen Moment, wenn er sich jetzt umdreht, dann bin ich dran. Okay. Ja. Ja. Ey, es wäre so geil, wenn man Schild und Magie zusammen kombinieren könnte hier. Ja, wenn man Riz noch ein bisschen ausbauen würde, dann wäre es noch ein größeres Meisterwerk. Meistens eh schon ein geniales Spiel, aber. Ah. Das war's mit dir, Mistkerl. Scheiße, letztes Gold gar nicht dabei. Ich wollte jetzt die diskreten Objekte anklicken. Du Drecksau hast mich besiegt. Mach nicht so einen Wind. Ich bin eben der bessere Kämpfer. Das wird dir noch leid tun. Wart's nur ab. Ich hab dir mal das goldene Bruchstück abgenommen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ich hab gewusst, dass du das Ding haben willst, aber dass du so weit gehen würdest. Respekt. Das werde ich mir merken. Mach das. So, Kollege. Jetzt wird abgerechnet. Ich hau dich beim Don in die Pfanne. Was? Womit denn? Mit der Schutzgeldsache? Das ist doch wohl ein Witz. Nein, ich fürchte, das ist bitterer Ernst. Du wagst es tatsächlich? Na gut, ich will mich nicht schon wieder mit dir schlagen. Ich werde die Füße stillhalten, aber glaub bloß nicht, dass das kein Nachspiel hat. Ich bitte darum. Wär sonst zu langweilig. Geh mir aus den Augen. Sam wird wieder jagen gehen. Na, du Mistkerl, ich habe ja wohl keine andere Wahl. Na gut, ich werde ihn nicht daran hindern. Noch nicht. Naja, eigentlich fände ich es irgendwie auch lustig, wenn man mit ihm weiter zusammenarbeiten kann, auch wenn er ein Arsch ist, aber
Ja, aus zwei bösen Sachen wird immer noch nichts Gutes, wisst ihr, was ich meine? Er ist doch ein Arsch, aber wenn man ihn verrät... Boga ist erledigt. Hey, du bist besser, als ich gehofft hatte, mein Freund. Ich sehe in deinen Augen, dass dir diese Geschichte noch nicht reicht. Du wirst noch so einigen Leuten hier auf der Insel großen Ärger bereiten. So viel ist schon mal klar. Wie auch immer, danke für deine Hilfe. Hier, das wirst du sicher gebrauchen können. Tja, dann werde ich mich gleich an meine eigentliche Arbeit machen, was? Viel Glück und pass auf deinen Kopf auf, Kleiner. Wir sehen uns. Hier, damit sollte das Goldschwert komplett sein. Tatsächlich. Brav, dass du sie zu mir bringst. Du bist zu gebrauchen, Jungchen. Na, dann will ich dir deine Arbeit mal entlohnen, was? Komm später wieder, wenn ich das Schwert fertig habe. Dann kannst du dir das Meisterwerk ansehen. Oh, richtig. Da wird vorgespult. Hier, sieh mal. Ich hab das Goldschwert für den Don fertig. Sieh es dir an. Ist es nicht ein Meisterwerk? Sehr schönes Schwert. Nicht wahr? Jetzt gib's aber schnell wieder her. Du machst mir die Klinge bloß wieder schattig. Hier, hast du es wieder. Alles klar. Der Don wird mich loben für meine gute Arbeit. Was würde es mich kosten, wenn du mir das Goldschwert überlässt? Das hättest du wohl gern, was? Du würdest es doch bloß dafür verwenden, Eindruck beim Don zu schinden. Und wenn es so wäre? Ha, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ha, na gut, wenn das so ist. 200 Goldmünzen oder wir vergessen die Sache gleich wieder. 200 Goldmünzen. Gib mir das Goldschwert. Ha, ich frage mich wirklich, wem du das ganze Gold gestohlen hast. Ach, kann mir auch egal sein. Hier hast du das Schwert. Und vergiss nicht zu erwähnen, dass ich das Schwert gefertigt habe, wenn du es dem Don gibst, klar? Von mir aus. Hey, du! Was fällt dir ein, hier einfach reinzuspazieren? Wer zum Geier bist du? Wie kommst du dazu, mich bei meinen Geschäften zu stören? Oh, ja, okay. Du bist dieser mächtige Don, ja? Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. So? Und was genau hast du erwartet? Weiß nicht, vielleicht einen kräftigen Mann. Jetzt pass mal auf, du Bengel. So spricht niemand. Jetzt geht's mit mir. Los. Ist das klar? Noch so eine Bemerkung. Dann war's das für dich. Überleg dir gut, was du jetzt sagst. Oh Mann, ich hab's noch nie ausprobiert. Testen wir's mal. Hast du immer so ein Theater, wenn du jemanden nicht kennst? Ha, ich sollte dich gleich hier töten, aber ich habe eine bessere Idee. Ich liefere dich an die Weißen aus. Die haben sicher Verwendung für so einen Landstreicher wie dich. Jeder Wette. Wenn du erstmal in den Ruinen verheizt wirst, wirst du noch an mich denken, Freundchen. Es war jetzt. Ich hab dir genug Grund gegeben, mich anzuhören. Bester Mann. Du hast Rückgrat. Das gefällt mir. Findet man selten. Jetzt weiß ich auch, wer du bist. Du bist dieser Kerl, über den sie hier alle reden. Du hast da draußen bei meinen Männern einen ganz schönen Wirbel veranstaltet, Freundchen. Selbst meine rechte Hand, Fincher, ist auf dich aufmerksam geworden. Und das will was heißen. Er meinte, du hättest Potenzial. Naja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber ich werde dir trotzdem eine Chance geben. Nee. Ich möchte mein Wissen über die Alchemie vertiefen. Ich zeige dir, wie du Tränke destillierst. Und was habe ich davon? Ein Destillat ist viel reiner als ein einfach gefilterter Trank. Es enthält keinerlei Fremdstoffe, die die Wirkung abschwächen. Viele Tränke, die deine Eigenschaften permanent ändern, erfordern die Destillation. Ich fordere die Destillation. Ah, sehr gut. Also, ich schätze mal, das war's mit der Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten. Macht's gut, Leute.